Willkommen zum vierten Teil meiner Bemühungen in Crusader Kings 3 und ihr seht schon, was passiert ist. In Yogiland, in Klammern England, ich hab's mal wieder übertrieben. Ich geb zu. Asche auf mein Haupt. Warum? Weil das ehemalige Königreich Alba, besser bekannt als Schottland, das ja hier so beginnt, das konnte ich in einem Rutsch erobern. Also nicht Grafschaft, so Step by Step, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, irgendwie 14, 13 oder 14 Grafschaften waren das in einem Rutsch, die ich neu besetzen musste. Ja, wie denn ohne Arme? Das heißt, ich habe, wie so häufig in Aufbauspielen, wieder den Fehler gemacht, zu schnell zu wachsen und ich komme nicht hinterher mit meiner Familie, um das alte mit Dynastiemitgliedern zu besetzen. Ja, sind ja auch schon ein paar weggestorben an der letzten Seuche und so. Habe ich halt einfach zu wenig in der Family, wenn man hier auf Dynastie, wo war das? Ja, Dynastie geht, dann sieht man ja 11 lebende Mitglieder. Die habe ich auch alle schon so gut es geht irgendwo eingesetzt, aber es sind eben auch die Hälfte Frauen dabei, die man dann nicht verheiratet kriegt, weil irgendwie matrilinear irgendein ja, Prinzen, der dann vielleicht mal was erbt, klappt alles nicht. Warum auch immer. Okay, außerdem habe ich noch einen Fehler gemerkt. Ich habe überhaupt nicht beachtet diesen Knopf hier, Kultur. Denn wenn man das Kulturoberhaupt ist, was ich ja bin, dann kann man hier Traditionen erforschen. Das dauert irgendwie 30 Jahre und dann kriegt man hier so zusätzliche Perks. Anscheinend hat man am Anfang drei schon dabei und dann kann man halt eine vierte erforschen und eine fünfte und so weiter. Dauert ewig, kostet hier Krönchen, wie heißt das, Prestige. Aber habe ich überhaupt nicht drauf geklickt. Sollte man ja vielleicht gleich am Tag 1 machen. Und was viel schlimmer ist, es gibt nicht nur Traditionen, sondern auch Innovationen und das ist die Erklärung, warum ich beim Militär mich immer gewundert habe, dass mein Kriegsvolk hier immer nur maximal drei Kompanien haben konnte und nicht fünf, wie ich es kannte. Weil auch das müssen die Angelsachsen erstmal erforschen. Und auch das dauert 30 Jahre. Und dann kriegt man zwei Regimenter mehr und sogar noch zusätzlich so ein Slot für eine weitere, sprich fünfte Truppe. Ja. Hat der Yogi halt nicht gewusst, hat er nicht dran gedacht, hat er nicht drauf gedrückt, also sehr viel Zeit vertan. Wir sind jetzt im Jahre 917, wie ihr seht hier unten. Das heißt, ich hätte also schon längst ein 30-Jahres-Turn rum, aber ja, keine Arme, keine Kekse. Und wie immer bei Paradox-Spielen ist es ja so, wenn man es übertreibt, dann ja, macht es irgendwann klack, dann kippt das Ding. Dafür sorgt schon Paradox. Ne? Noch schlimmer bei Europa Universalis 4, Stichwort aggressive Expansion und du bist tot. Okay, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gelobe Besserung. Ja? Beim nächsten Mann wird alles besser. Und deswegen wird alles anders. Warten wir einfach nochmal neu. Wie wär's? Mit den neuen Erkenntnissen. Und dieses Mal dann halt nicht 867, sondern 1066. Das sind hier die Vorschläge. Ich habe euch ja schon mal erklärt, weshalb ich nicht Stämme spielen möchte und Clan. Hier die Muselmanen sind ja alle Clans. Und ich habe auch gehört, feudal, ja, das will ich, aber Frauen an der Spitze geben massive Einschränkungen. Also vielleicht doch nicht Mathilda. Das Problem von unserem irischen Kleinkönig ist, dass es in Irland in diesem Spiel einen anderen Glauben gibt. Nicht katholisch, sondern Inselchristentum, was auch immer das sein soll. Denn ich war bislang auf dem Stand, dass die Missionare, die katholischen, erstmal in Irland gelandet sind, das alles katholisch gemacht haben und erst dann rübergesetzt haben nach Schottland und England. Aber irgendwie sind die Iren in diesem Spiel keine Katholen.
Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich jetzt verpasst habe. Also bleibt über Robert de Hauteville in Süditalien oder Vladislav in Böhmen. Herr Robert de Hauteville habe ich schon mal gespielt. Problem bei dem Kumpel ist der Papst. Das heißt, nach Norden ausdehnen ist quasi unmöglich. Denn der Papst hat irgendwie 4000 Mann Schweizer Garde und selbst wenn du sagst, ha, jetzt habe ich endlich 5000 und kann ich ihn angreifen, der muss so reich sein. Dann holt er sich 5000 Söldner und macht dich mit 10.000 Mann platt wie eine Flunder. Nicht so lustig. Und nach Süden hin ist dann halt, kann man das hier, kann man gar nicht ziehen. Nach Süden sind halt nur Muselmanen, die sind alle richtig stark. Also es ist schwierig. Man könnte hier so nach links über Sardinien, Korsika sich ausdehnen. Ja, oder man spielt den Böhmen. Der hat natürlich auch ein Problem. Wir starten immer. Der hat das Problem, dass er im Ostfrankenreich oder im Heiligen Römischen Reich, also Böhmen gehört zum Kaiserreich, zum Heiligen Römischen Reich dazu. Und deswegen kann er kein König werden, glaube ich. Weil nur der Ostfrankenkumpel konnte ja König sein und der Böhme wurde zwar König, aber 300 Jahre später. Dann hat nämlich einer, ich glaube Otto der Dritte oder Vierte, hat sich irgendwie hat sich breitschlagen lassen und ihm doch einen Königstitel gegeben, obwohl es nicht sein sollte. Er war dann bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches wirklich der einzige König. Die Preußen haben ja getrickst, die haben sich ja den Königstitel aus Ostpreußen geholt, was nicht zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Aber Brandenburg war weiterhin nur Markgrafschaft, ja. Okay, also schauen wir uns das mal an. Vlachis, ne? Vratis, oh ne, komm. Ne, 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 ne. Das geht ja gar nicht. Ein viel besserer Name. So. Die Mutti, wie geht's denn der Mutti? Die Mutti ist eher eine 4 plus. 0 Diplomatie, 6993. Ja, naja. Wieso habe ich jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder und die Mutti hat nur 3? Dann ist das vielleicht meine zweite Frau? Jedenfalls 6 Kinder ist ja stolz. 10, 8, 6, 3, 2, 1, 0. Peng. Ja, okay, damit kann man sicherlich was. Die müssen halt erst nochmal ein bisschen älter werden. Und dann gucken wir uns als nächstes den Rat an und der ist ja und hier wieder der Klassiker. Der Bischof mag uns nicht und das bedeutet, wir kriegen kein Geld von der Kirche. Aha, und er ist ein Sechser Bischof, der ist dumm wie Brot. Der ist dümmer als ich. Sechs ist gar nichts. Willst du mich verarschen? Ein Sechser, das geht ja gar nicht. Weil den kann man nicht auswechseln. Als katholischer Herrscher kann man seinen Bischof nicht auswechseln. Das kannst du halt, wenn du irgendwie Stammeshäuptling bist in Asien, dann geht es. Bei den Muselmannen glaube ich auch, bei Clan. Aber also bei Katholen geht es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem leben. Und der ist ja 27. Ach du Scheiße. Ja, toll. Und was macht die Mutti am besten? Hier, Domänverwaltung. Okay. Ja, die Berater sind natürlich Schrott. 12, 12, 11, 15. Gibt es da bessere? Einmal Diplomatie. Nein. Dann die Geldkiste. Auch nicht. Die Schwerter. Da gibt es einen besseren. Ihn hier mit 16. Den übernehmen wir schon mal. Und dann bei den Spitzeln, die Messer im Rücken. Gibt's, ja, der ist einen besser, aber boah, naja. Nicht so doll, wa? Machen wir. Also für einen Punkt lohnt sich das ja nicht. So. Ihr kennt ja mein Spiel. Ich verheirate erstmal sämtliche Frauen mit irgendwelchen Leuten, landlosen Leuten, die ich an den Hof locke, in mein Honigtöpfchen. Die dann hier 20er-Werte aufwärts haben. Gucken wir mal, wie viel heiratsfähige Frauen haben wir denn? Also hier weiblich. Bitte.
Null. Wir haben genau null. Das sind die beiden Töchter von uns. Wir haben keine einzige. Das kann doch nicht sein. Ja, danke, Paradox. I love you auch. Was eine Scheiße. Das heißt, wir müssen mit dieser Gurkentruppe an den Start gehen. Okay. Nee, ne? Echt? Und ich kann die ja, ne, die können jetzt nicht mal heiraten, weil sobald du einen Titel hast, hier, der hat schon eine Frau, kann ich hier, habe ich hier nicht die Möglichkeit, einen Ehepartner zu suchen, weil das sind ja alles Grafen und Bürgermeister. Bürgermeister ist ja vergleichbar mit Baron, ne? Alter! Woher krieg ich denn jetzt wenigstens. Mann, ey. Ah. Haben wir denn sonst wen Männliches am Hu? Schrott. 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 Er hat 16 Messer im Rücken. Tja. Gut, den könnten wir jetzt natürlich mal auf Suche schicken. Vielleicht gibt es ja eine Frau, die ganz viele Messer hat. 21, aber die ist schon 37. Die stirbt morgen. Die ist 32. Hier Heike, aber die hat nur 18. Och Mann, ey, das ist aber traurig, traurig, traurig. Das heißt, wir müssen im Prinzip Kriege führen und ganz viele Gefangene machen, vorzugsweise Frauen, die wir dann Dienst verpflichten und verheiraten, um hier was Vernünftiges zu finden. Weil diese Werte sind halt so, nö, nicht wirklich interessant. Also gut, die ist zwar steinalt, aber immer noch besser. 21. Und Höfling verschuldet, vernünftig schuppt. Ja, toll. Was gibt es für Höflinge? Wir haben einen Hausarzt hier. Da müssen wir keinen kaufen. Obwohl, ich wollte ja, warte mal, erstmal die anderen durchgucken. Karawanenführer, nix. Seneschall, nix. Hofnarr, nix. Der ganze Hof ist schlecht. Bis auf diesen einen Job hier. Den könnten wir als Hofarzt engagieren. Der ist sogar ein Freund von mir. Gucke an. Ja, dann sparen wir natürlich Geld, aber Hofarzt kann ja auch eine Frau sein. Ah, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Manchmal kriegt man ja Männer als Hofarzt vorgeschlagen. Das hilft dann ja auch nicht. Also ich suche mal einen Arzt und hoffe, dass es eine Frau wird. Und dann denken wir da nochmal drüber nach. Und ansonsten ist alles eine reine Katastrophe. Ja. So, was macht man jetzt? Wir müssen den Lebenswandel auswählen. Er hat Schwerpunkt auf Verwaltung und da können wir 10% mehr Einnahmen generieren. Das ist immer gut. Gold kann ja jeder gebrauchen. Dann will ich natürlich meine Frau bespaßen, weil die kann man ja hier, wo ist es, verführen, damit sie wieder Nachwuchs liefert. Das ist ja nie verkehrt. Oh, nur 45% Chance ist aber schlecht. Boah, 5. Normal ist bei der Frau das doch immer 90 oder so. Was ist das denn für eine Frau? Was hat die denn hier? Intrigenspinner. Faul, ja, super. Gierig. Faul und gierig, das passt. Egal, ich mache das jetzt trotzdem. Ich habe ja zwar genug Kinder, aber die sind alle noch viel zu jung. Heiratsfähiges Alter, nur das zählt. Sprich 16 aufwärts. Kack. Ja, gut. Dann müssen wir noch unsere Truppen stationieren. Wir haben 4 Einheiten. Mal gucken. Bogenkämpfer zu Br was? Br zu Brotschnotsch. Was ist das denn? Was ist das? Schweres Fußwerk, okay. Gepanzertes Fußwerk und Belagerungsmaschinen. Also am wichtigsten
Ist das wahrscheinlich irgendeine böhmische Sondereinheit hier? Mal gucken, wo schicken wir die hin, wo am meisten Plus ist? Plus 5, da, plus 6, dann kommen die nach Prag. Und hier haben wir gepanzertes Fußvolk, das ist eigentlich auch schwer. 4,8 überall. Ja, dann ist es egal, wo sie hinkommen, ne? Dann machen wir erstmal die anderen. Was haben wir hier? Bogenkämpfer. Also Blitzebogenkämpfer. 3, 7. Hier, 6, 2. Dahin. Dann haben wir die Belagerungswaffen. Magonellen. Plus 0,4. Dann kommst du dahin. Ja, und last but not least dann nochmal das gepanzerte Fußvolk. Das war ja überall gleich. 4,8, da ist es völlig wurscht. Wo wir die hinstellen. Fertig. So. Soweit, so gut. Was haben wir noch? Wir können dem König von Ungarn den Krieg erklären. Wie schön. Er wartet einen Ratsposten. Ja. Der Hübsche. Der Hübsche kann überhaupt nichts. Der kann nichts. Dann müssen wir erstmal hier das einstellen. Der Fürstbischof, was soll der machen? Ja, erstmal noch nichts. Religiöse Beziehungen. Der Ratskanzler macht eigene heimische Angelegenheiten. Er sammelt Steuern. Macht die Armee und er macht unsere Komplotte unterstützen. Dann haben wir das auch schon mal gemanagt. Bei Höflingen es ist ganz traurig. Da geht gar nichts. Da können wir gar nichts. Sind alle nur schlecht und Durchschnitt. Die engagiere ich nicht. Das bringt irgendwie eh nichts. Und dann, was müssen wir noch machen? Wenige Ritter. Ja, ha, ha, ha. Euer Bruder könnte ein Bündnis. Nee, macht er nicht. Ach, das ist mein Bruder? Der Bischof ist mein Bruder, der mich nicht mag? Super. Ganz großes Kino. Dankeschön. Super Bruder. Wahl im Heiligen Römischen Reich. Da können wir eine Stimme abgeben. Ich gehöre nicht zu den Kurfürsten und kann daher nicht abstimmen. Und warum wird mir das dann angezeigt? Ja, Leute, ehrlich. Schönen Dank. So, keine Vormunde für Kinder. Judith kommt zum Pfaffen, weil dann wird die Meinung um 5. Ne, das ist der falsche Pfaffe, warte mal. Das ist der falsche Pfaffe. Höfling? Wieso kann ich die denn nicht zu unserem Bischof schicken? Was soll das denn? Zu unserem Bischof? Das ist nicht unser Bischof. Wo ist denn unser Bischof? Ey, das ist doch jetzt wieder alles veräppeln und verarschen hier. Nimmt er nur Söhne? Nö. Den Sohn mache ich selbst. Aber wieso, was ist denn mit dem Bischof? Warum? Jaromir, mein Bruder. Bruder. Warum will der sich nicht um die Töchter kümmern? Was ist das denn wieder für ein Mösedreck hier? Ich habe keinen Hofarzt, ja, weiß ich auch. Meine Fresse. Ah, okay. Alles nicht so gut. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Billigt euch kein Kircheneigentum zu. Genau. Und jetzt schon. Bitte? Ich verliere am zweiten Tag 150 Kronen von meinen 600? Was ist das denn für ein Spiel? Geht es noch? Und weiter geht's. Ach, ich kann den absetzen. Und der Papst verliert ihn. Ist doch eine Katastrophe. Jaromir. Ist nicht. Ach, der ist Rivale. Mein Bruder ist mein Rivale, deshalb.
und ich soll 105 Taler bezahlen. Und dann mag er mich wieder. Fuck. Deswegen wollte der auch niemanden ausbilden, oder? So, wen hast du geheiratet? Höfling Wilhelm, Bertha. Mit eurem Höfling Wilhelm. Wilhelm. Was war das jetzt nochmal? Gezeichnet Bertha. Bertha hatte die Messer. Und deswegen kann die jetzt den Job übernehmen von dem Kasper hier. Oder? Jawohl, Bertha. Immerhin eine vernünftige. Wobei natürlich auf dem uninteressantesten Posten aus meiner Sicht haben wir jetzt eine 20er sitzen. Toll. So, und jetzt mag mich mein Bruder wieder. Jetzt ist er bei plus 43. Nimmt er jetzt vielleicht die Kinder zur Ausbildung? Ne. Scheiße, was soll denn das? Ja, komm, dann verteilen wir die woanders. Kann ich jetzt auch, ich weiß nicht warum. Sonst geht das immer, dass der Bischof zwei aufnimmt. Warum geht es hier nicht? Wilhelm, Höfling. Bertha. Ja, komm, dann kümmert sich die Mutti darum. Ist das. Ich will dem Ungarn nicht den Krieg erklären. Ich will auch kein Herzogtum Mähren schaffen, oder? Obwohl, kostet ja wieder irgendwie 300 Taler oder was. 250. Gibt wenigstens ein paar Kronen, die ich gerade verloren habe. Jetzt kann ich. Ach, jetzt kann ich Königreich. Und das kostet dann 500, die ich jetzt gerade verballert habe. Ach komm, ey. Dann kann ich ja doch König werden. Ja, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Okay. Ja, schön. Der Yogi kann König werden. Was jetzt? Ihr habt noch keine Stimme. Es war doch gerade, dass ich keine Stimme habe. Jetzt habe ich eine Stimme? Seid ihr bescheuert oder was? Ja, natürlich stimme ich für mich selber. Yogi, der schlecht gelaunte, das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. Was für eine Scheiße, Leute, echt. Position da, ja, bla, weg. So. Bitte? Was? Ich bin krank? Nach 2 Sekunden bin ich krank? Ich hab keinen Arzt. Was soll das? Ich hab doch noch gar keinen. Jetzt kommt der erst. Hier. Die Dicke da mit ihrem Mörser in der Hand. Marie ist gut. 140? Was sind das denn für Preise hier? Marie ist 28. Ja gut, die sind alle Mist. Also müssen wir sowieso Marie nehmen. Okay, jetzt können wir wenigstens Marie verheiraten, ne? Hoffe ich mal. Die sitzt jetzt hier. Das ist eine Wuchtbrumme. Und ich hätte gerne entweder einen Diplomaten oder einen Geldzähler. Würde ich sagen. Ein 20er Diplomat, 21er Geldzähler. Der ist 37, der ist 29. Dann nehme ich den 29 hin. Der stirbt nicht so schnell. Hoffentlich. Welf. Welf, matrilineal, weil sie ist eine Frau. Los geht's. Dann haben wir immerhin eine Position, einen Job haben wir dann, ne? Ja, die Behandlung. Es ist ein Wunder, ich bin nicht mehr krank. Das war ja auch ein grober Scherz hier. Das Spiel hat gerade angefangen und du bist sofort im Eimer. Ja, super. So, das war die Heirat mit unserer Dicken.
Ärztin. Und deswegen können wir ihn ja jetzt hier. Na, wo war es noch gleich? Da. Einsetzen. Was war das Geld, ne? 21. Hervorragend. Jetzt fehlt uns nur noch ein Diplomat. Ja, gut, und er ist natürlich mit seinen 16, ist da auch nicht der Hit. Aber immerhin. Fürstbischof, mein Bruder, ist dumm wie Brot. Alter, eigenwillig und faul, ja klar. Eieieiei. So. Was? Bitte? Ich habe doch gerade einen Hofarzt engagiert. Wieso kommt das jetzt nochmal? Was? Moment. Hofarzt ist doch Marie. Wieso kommt das jetzt zum zweiten Mal? Ist das ein Bug? Will doch jetzt nicht mehr noch, kostet wieder Geld hier und zwar ordentlich. Oh, die wäre jetzt hervorragend. Ja, schönen Dank, dass du jetzt, wo ich schon eine habe. Alter, was für eine So, jetzt, ich hatte doch meinen Sohn hier, oder? Was haben die alle für Namen? Kann ich nicht aussprechen. Das ist mein Mündel. So, pass auf. Mündel musste auch Ausbildungsschwerpunkt einstellen. Er ist besonders gut mit Diplomatie, aber das braucht kein Mensch. Bitte? Reizend, er ist reizend. Können sich mit einer Verwaltungsausbildung schwer tun. Bitte? Aber die anderen Sachen gehen, ja? Ränkespiel, das braucht doch kein Mensch. Diplomatie. Was willst du mit Diplomatie? Du machst trotzdem Verwaltung. Ende der Verhandlung. Echt, ey, immer ist irgendwas, ist immer funktioniert irgendwas nicht. Weil entweder du hast also ich sag mal, einen hohen Kampfeswert, hier die Messer da. Das kannst du ja ersetzen, indem deine Ritter die Armeen anführen. Das musst du ja nicht selber machen. Aber wie viel Kohle du generierst, das ist halt über diese Verwaltungssache da. Wollen wir mal gucken, was die Ritter so sagen. So. Wir haben 7 Slots. 1, 2, 3. Gast. 3, 4, 5, 6. Gast. Ja, was kostet ihr denn, Jungs? 20 Taler. Ja, auch nicht wenig. 50! Mann, ne, ne? Ne, 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 ne. 7 haben wir ja auch, alles gut. Und außerdem müssen wir 500 Taler zusammensparen, um den Königstitel zu bekommen. Und wo ich die jetzt herkriegen soll, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ja. Machen wir mal auch ein bisschen schneller. Okay, was kann man jetzt tun, Sinnloses? Also Ungarn ist zu groß, Polen auch. Und Österreich ist mit 1000 Leuten verbündet. Schön. Und irgendwann kriege ich so ein komisches Event, wo ich dann Ansprüche auf Meißen und Lausitz erwerbe. Und das wäre dann auch so die erste Richtung, die erste Stoßrichtung, würde ich sagen. Diese beiden, das sind ja auch Herzogtümer, zu erobern. Ja, genau, das sagte ich doch. Was? 30 Meinung, bla, nein, wir brauchen diese. Wir erhalten einen Anspruch auf das Herzogtum von Meißen und Lausitz. Zack. So. Die braucht man nämlich. Und jetzt gucken wir mal. Die haben noch keinen Verbündeten.
und 1500 Soldaten und wir haben fast 4000. Das sieht doch gut aus. Ja. Und dann die Lausitz, die ist verbündet mit Luxemburg und Österreich. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns erstmal auf Meißen. Ne? Und wie das so aussieht und weitergeht und so weiter und so fort, das seht ihr dann im nächsten Teil. Gott mit uns und tschüss.